In dieser Manual-Lektion geht es darum, den Sweet Point, so wird häufig genannt, den Balancebereich zu finden, wo das Vorderrad nicht wieder runterfällt oder man auch nicht nach hinten kippt. Neben der Fahrtechnik spielt auch das Mentale eine wichtige Rolle beim Finden des Sweet Points. Ihr müsst euch da herantasten. Jetzt gehen wir ein bisschen in die Fahrtechnik, in die Übung. Zur Kopfsache kommt auch noch eine eigene Lektion. Viele fragen natürlich, braucht man eine Manual-Maschine, die man sich selber bauen kann, nach Anleitung im Internet oder auch kaufen kann, für relativ viel Geld, um den Sweet Point zu finden. Ich würde sagen, macht es doch erstmal so, nehmt euch Kollegen, Kumpels, jemand, der euch festhält, dann könnt ihr eure eigene Manual-Maschine in Anführungszeichen nutzen. Sprich, ihr steht auf dem Fahrrad zentral, jemand, eine, zwei Personen halten am Lenker oder am Reifen das Fahrrad fest. Dann setzt ihr den Impuls, macht euch klein, wirft euch nach hinten, ihr habt jetzt keine Fahrdynamik. Dann kommt das Vorderrad hoch und die andere Person oder die eine Person hält euch fest. Nun könnt ihr prüfen, wo ist der Sweet Point. Achtet auf eine hängende Ferse und ein Lächeln. Auf jeden Fall auch eine gute Übung, um das einmal zu spüren. Eine wichtige Sache, die ihr spüren müsst, ist, dass ihr mal das Vorderrad am Boden lasst und euch klein macht, dann den Körperschwerpunkt nach hinten verlagert und mal guckt, wo habt ihr Hüfte und Gesäß. Macht es mal so, dass es in der Nähe des Hinterradreifens ist, um mal zu spüren, wie könnte sich diese Endhaltung im Manual anfühlen. Wenn ihr nun anfangt, mit Dynamik den Manual-Impuls zu setzen, um dann in einem Manual zu bleiben, bitte nochmal anknüpfend an die andere Lektion mit der Hinterradbremse ein paar Mal den Manual-Impuls beenden, damit ihr sicher seid, dass der Finger auch kommt, wenn ihr euch erschreckt. Dann fangt ihr an, bewusst nach dem Impuls über dem Hinterrad zu bleiben. Bleibt klein, ihr könnt euch subvokal ein Kommando geben und testet es mal bei langsamer Geschwindigkeit, fühlt ihr euch sicher, steigert ihr die Geschwindigkeit. Nun gehört es dazu, dass ihr auch über den Punkt hinausschießt. Ihr wisst, euer hinterer Finger rettet euch. Ihr könnt nicht nach hinten abspringen, weil ihr euer Körpergewicht auf den Pedalen habt, ist die Gefahr viel zu groß, dass man auf dem Rücken landet. Also müsst ihr mit der hinteren Bremse den Manual Impuls und Manual beenden, wenn ihr sonst auf den Rücken kippt. Aber ihr könnt den Sweet-Bereich nicht finden, wenn ihr immer nur unter der Grenze bleibt. Das ist ein Try and Error. Ihr müsst üben, üben, üben und dann kann der Kopf sortieren, welche Versuche gut sind und ihr könnt da dranbleiben. Wer sich wohler fühlt, kann das Ganze auf einer flach gemähten Wiese üben. Es ist einfach so, dass diese Überschlagsgefühle nach hinten da sind und man kann sich anpassen, zum Beispiel auch einen Rucksack anziehen, wie schon erwähnt, damit ihr euch sicher fühlt. Wenn die Manuals mit der L-Form und dem Manual-Impuls schon annähernd gut klappen, ist es wichtig, dass ihr eure Beinarbeit nutzt. Das habt ihr vorher schon im Rollen geübt. Wiederholt es nochmal, testet das, wie fühlt sich das an, in der Hocke leicht nach hinten versetzt zu starten, Beine gebeugt, dann die Beine zu strecken. Es fühlt sich an, als wenn ihr euer Hinterrad nach vorne schiebt, die Ferse muss dabei hängen. Das könnt ihr nun in den Manual einbauen, weil wenn zum Beispiel das Vorderrad nach unten kippt, könnt ihr diesen Impuls aus der Beinarbeit setzen und es bleibt wieder oben. Dann werdet ihr merken, während des Rollens ist es immer ein stetiges Spiel aus Beine strecken, Beine beugen, den Sweet-Bereich austarieren. Nehmt euch Zeit für das Finden des Sweet-Points. Habt Geduld, wenn ihr zu ehrgeizig seid, zu viel auf einmal wollt, kann es passieren, dass ihr frustriert seid. Übt es, spürt es. Und dann geht es weiter mit der nächsten Lektion.